Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Internet. Das hier ist das neue Studio. Ach, was sag ich? Das hier ist die neue SPD. Kevin Kühnert ist zu Gast. Heute Abend im Neo-Magazin. Schön, dass du da bist. Hallo. Jetzt schon im Internet. Heute Abend im Neo-Magazin Royal. Hashtag der Woche übrigens. 100 Spartenmann ist unsere 100. Sendung. Das ist das neue Studio. Und? Gefällt dir? Bam. Du stehst ja so auf neue Sachen, ne? Ja, ziemlich gut. Heute Abend bist du gegrillt. Ich habe mir schon so viele Fragen aufgeschrieben. Also, was soll das? Warum? Denkst du gar nicht an Martin Schulz? Ist dir die SPD egal? Was kommt danach? Was kommt danach? Ich werde mir noch Antworten überlegen, ja. Das ist der Mann, meine Damen und Herren, falls Sie es nicht wissen, Kevin Kühnert, Chef der Jusos, der die große No-GroKo-Initiative gestartet hat. Und es kann jederzeit vorbei sein. Kann es theoretisch sein, dass in den nächsten 2, 3 Wochen auch ohne Mitgliederentscheid man eines Tages so ein Gluckern und so ein Röcheln aus Berlin hört und dann bricht der Parteivorstand unter eurem Druck zusammen und sagt, ach komm, ist auch scheißegal, ist jetzt auch eben, wir müssen dann diskutieren und nachverhandeln, das nervt doch alles, lassen wir es einfach bleiben. Ja, da haben Sie jetzt noch gut 4 Tage Zeit bis zum Ende der Verhandlungen. Mhm. Das wäre der Zeitraum, in dem man das sinnvollerweise machen könnte. Zum Beispiel, wenn die CSU mal wieder rassistischen Bullshit über Geflüchtete ablässt, fände ich einen ganz geeigneten Zeitpunkt, um mal zu sagen, guten Tag und guten Weg. Aber ist das, ich meine, das bedeutet ja, wenn es keine GroKo gibt, die SPD, ich mag das gar nicht aussprechen, die SPD dreht sich nach links. Ich meine, kann das funktionieren? Ja. Was kommt als nächstes weg von Hartz IV? Ja. Das ist eine krasse Vorstellung. Eine Bürgerversicherung einführen, also weg von Privat- und gesetzlicher Krankenversicherung. Ja. Ich will das vorher noch nicht verraten, was dann alles für geile Sachen kommen. Aber hast du dir mal Gedanken darüber gemacht? Ich meine, das würde die Partei ja komplett auf den Kopf stellen. Was macht dann Gerhard Schröder? Hat er gar kein Forum mehr, wo der auftreten kann? Nee, ich weiß nicht, wir könnten so eine Ecke irgendwo bei Parteitagen einrichten. Es gibt noch so einen großen Ausstellerbereich und dann kann man nur Geschichten von früher oder so was. Oder so eine Bullriding-Ecke, wo man sich dann oder fotografieren lassen kann mit Gerhard Schröder. Das ist ja der letzte Ex-Kanzler, der noch übrig ist. Insofern muss ihm ja irgendwie eine Rolle zukommen. Vielleicht gibt es aber in 2, 3 Monaten einen neuen Ex-Kanzler. Wer weiß. Hast du Ambitionen auf ein Amt? Was würdest du gerne machen? Also wenn du irgendwas dir aussuchen könntest, wenn du fertig bist mit dem Studium dann, eines Tages. Irgendwas, was du gerne machen würdest, worauf du Bock hättest? Nee, nichts Bestimmtes. Ne? Also es wäre jetzt voll gelogen zu sagen, dass ich keinen Bock habe, irgendwas mit Politik zu machen. So, das ist halt mein Hobby und das mache ich total gerne. Mhm. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, Pop-Beauftragter der SPD, das wäre eine geile... Apropos, wo ist Sigmar Gabriel? Der hält sich erstaunlich zurück. Immer wenn es richtig gut läuft, kommt Sigmar Gabriel, ploppt irgendwie auf und dann sorgt dafür, dass es für Martin Schulz wieder scheiße läuft. Aber jetzt, wenn es für Martin Schulz scheiße läuft, ist Sigmar Gabriel weg. Ja, wahrscheinlich auf Auslandsreise gerade. Ja, genau. Irgendwas macht er immer im Ausland. Irgendwas ist immer. Wie ist das eigentlich juristisch? Die geschäftsführende Bundesregierung, können die jetzt eigentlich alles machen, was sie wollen? Oder ist es so, die können zwar alles machen, was sie wollen, aber es hat keine rechtliche Bindung mehr? Oder was ist das jetzt für ein komischer Zwischenstaat? Die können im Prinzip das Tagesgeschäft bewältigen. Ne? Aber die dürfen zum Beispiel nicht irgendwelche finanziellen Sachen vergeben oder so freihändig. Also der Betrieb muss weiterlaufen, aber sie können nicht irgendwelche Projekte fördern. Das setzt alles Beschlüsse dann immer voraus des Bundestages. Wir reden heute Abend noch ausführlich darüber, was du vorhast mit der Partei. Aber was mich schon noch mal interessieren würde, jetzt hier, wo wir im Internet sind und man so ein bisschen unseriös auch sprechen kann, so ein paar Personalfragen einfach mal klären. Ja. Weil ich frage mich immer, wenn du das wirklich schaffen solltest mit deiner Initiative und die Jusos sich durchsetzen und die Leute, die keine GroKo wollen, personell wird sich da einiges ändern. Wer kommt denn dann? Es gibt ja zwischen euch 28-Jährigen und den da oben, den 60-Jährigen, da fehlen einfach 30 Jahre, da ist ja niemand, der das irgendwie, kann ja nicht alles Manu Schwesig machen oder Andrea Nahles. Wer ist denn da noch personell? Ja, da sind schon noch einige dazwischen. Also und hat da irgendeiner Katharina Barley zum Beispiel. Aber hat da irgendeiner mal zugezwinkert oder dem mal irgendwie WhatsApp so eine geheime Nachricht mit einer unbekannten Nummer geschrieben, so von wegen, Kevin, ich bin im Parteivorstand, ich sag nicht, wer ich bin, aber mach weiter so oder sowas? Gab es irgendwie mal so ein Signal? Nee, ist bisher noch nicht tatsächlich gekommen. Aber würde ich auch nicht über WhatsApp schicken. Das, wie kommuniziert man, damit es keiner mitbekommt oder gegen einen verwenden kann am besten, politisch, telefonisch? Nee, also da muss man sich natürlich irgendwo hinter eine Ecke stellen und sich zuflüstern. Ja. Das ist schon noch... Ist das wirklich so wie bei House of Cards, dass man dann ab und zu mal so... Ich habe ja immer gedacht, dass es so läuft in der Politik bei House of Cards, bis dann irgendwie die SPD sagte, ja, und dann machen wir jetzt doch die GroKo und dann alles wieder House of Cards-mäßig zusammenfiel, aber das ist alles irgendwie so, ja, es gibt diese, wenig unglamourös. Ja, man denkt auch von außen immer, es gibt irgendwie einen ganz großen Plan und da sitzen Spin-Doktoren und die überlegen sich was ganz Dolles und du kleines Licht hast gar keine Ahnung, wie das irgendwie alles funktioniert und dann siehst du, wie sie innerhalb von 2 Monaten von keine GroKo zu GroKo umfallen und denkst dir... Wenn das der Plan war, dann hätte ich gerne das Szenario ohne Plan wieder zurück. Das ist schon ziemlich dünn. Ja. Heute Abend in der Sendung, meine Damen und Herren, nicht nur Kevin Kühnert, Juso-Chef und wie sagt man ja, sowas wie der Carlos Puigdemont der SPD. Habt ihr Kontakt?
bei Ilner war ich noch Boris Johnson. Also ja, ja, aber Carlos Puigdemont ist eigentlich viel schöner. Also ist doch also irgendwie auf eine Art innerlich aber im Exil. Aber muss ich jetzt ins Exil, ja. Ja, aber man kann sich ja zumindest mal telefonisch absprechen, ob wie man da so sektierermäßig, sezessionsartig vorankommt. Aber du wirst, man nimmt dich trotzdem in die SPD-Familie auf, du wirst ja nicht ausgegrenzt oder sowas. Sei ehrlich. Nee, es ist oberflächlich alles sehr freundlich. Wir sind ja oberflächlich auch sehr freundlich als Jusos. Okay. Heute Abend, meine Damen und Herren, Kevin Kühnert, der Juso-Chef und MGMT haben ein neues Album draußen. Am 9. Februar kommt das und daraus spielen die heute Abend einen Song live im Neo Magazin Royal. Es gibt außerdem noch 8 Musiktanz und schalten Sie ein, 100 Spatenbande. 100 Spatenbande ist der Hashtag der Woche. Bis heute Abend, 20:15 Mediathek. Es lohnt sich, schalten Sie ein. Ciao.